Shalom und willkommen zurück. Heute sind wir bei Kapitel 8 und im zweiten Teil Sätze schreiben Level 2. Hier wie immer das Übersichtsblatt. Und wir beginnen mit dem oberen Teil. Hier haben wir stehen das Wort im Präsens. Und hier haben wir Worte, die wir kennen, aber auch ein neues. Hier haben wir das Wort gar, gar, gimel resch, lomet, lomet, lamet, waf, mem, dalet. Und das neue Wort kore, kore, das heißt lesen, ani kore, ich lese. Und am Ende haben wir das Wort medaber, medaber, reden, rede, ich rede. Jetzt haben wir diese Wörter alle in der unterschiedlichen Form von männlich und weiblich. Wir gehen jetzt alle Worte durch, weil diese Worte, die wir hier zu Beginn haben, mit diesen Worten werden auch später die Sätze gebaut. Das erste Wort ist wie gesagt gar und das heißt wohne. Ani gar. Ich wohne. Männlich. Ani gara. Ani gara. Das ist die weibliche Form. Erkennen wir an dem Hey. Das heißt ich wohne, sagt eine weibliche Person. Hier haben wir garim. Gar. Rim, das Jud und Mem Sufit deutet wieder auf eine männliche Gruppe hin oder eine Gruppe mit mindestens einer männlichen Person darin. Und hier können wir jetzt nicht das Ani, das Ich benutzen. Hier benutzen wir jetzt, wie wir in den Personalpronomen gelernt haben, da wir eine Gruppe haben oder in der Mehrzahl sind, können wir sagen, Anachnu garim, das Anachnu war wir wohnen, oder Atem garim, ihr wohnt, oder Hem garim, sie wohnen, die Gruppe, über die gesprochen wird. Und das gleiche Beispiel haben wir hier am Ende mit Garot. Garot. Das ist die weibliche Gruppe, eine ausschließlich weibliche Gruppe, die wohnt. Und hier wäre es auch möglich zu sagen, Anachnu garot, wir wohnen, oder die Personalpronomen Aten, Aten oder Hen. Machen wir weiter mit dem nächsten. Das kennen wir auch, das Lomet. Lomet, ani lomet, ich lerne. Ani lometet, wieder die weibliche Form hier, das hier ist immer die weibliche Reihe. Ich lerne weiblich. Lomdim, anachnu lomdim, wir lernen. Und lomdot, wir lernen weiblich. Dann haben wir hier Kore. Kore. Das heißt, ich lese. Dann haben wir hier weiter Ani koret. Ani kore. Hier ist der E-Laut. Koret. Dann haben wir weiter Anachnu korim. Wir lesen und Anachnu Korot. Korot. Und das letzte. Ani Medaber. Medaber. Ich lese. Ani Medaberet. Medaberet. Weibliche Form von Lesen. Dann haben wir
Medabrim, die Mehrzahl männlich, und Medabrot, die Mehrzahl weiblich. Und hier ist es jetzt schön zu sehen, immer die Endung. Waf, taf und immer mit der Punktierung hier oben das Waf, das O, quasi Ott. Dann könnt ihr davon ausgehen, wenn ihr das hört, es ist eine weibliche Endung in der Gruppe. Das gleiche hier. Jud, Mem, Sophit und so weiter. Die männliche Gruppe. Und hier, wie ich schon oft gesagt habe, das Hey, das Taf, Taf, Taf. Medaberet, Koret, Lometet, Gara. Die weibliche oder die Endung der weiblichen Wörter. Und bei der männlichen haben wir hier immer unterschiedliche. Das war es jetzt mit dieser Übung. Und wir machen weiter. Hier haben wir jetzt den ersten Text. Dieser ist ein bisschen mehr anspruchsvoller wie aus dem letzten Video, aber wir kriegen es trotzdem hin und wir gehen jedes Wort einzeln durch. Die Überschrift lautet Kiru Bakol Ram. Kiru Bakol Ram. Dieses Wort hier, Kiru, das ist jetzt von dem Wort, wo wir hier hatten, Kore. Das ist genau das gleiche Wort, aber in einer anderen Zeitform und in einer Befehlsform. Schaut hier. Das Ki am Anfang deutet auf die Befehlsform hin. Quasi unsere Aufgabe ist es, liest an einem Stück. Bakol Ram heißt an einem Stück. Und hier das Kiru, die Befehlsform. Und mit dem Waf am Ende, mit der Punktierung U in der Mitte, deutet es auf die Endung Anachnu, quasi wir. Wir lesen an einem Stück. Aber zu den Befehlsformen und die Vergangenheit und Zukunft kommen wir später. Ich wollte es nur mal erwähnt haben, dass ihr erkennt, dass die Worte alle zusammenhängen. Also, Kiru Bakol Ram. Lest an einem Stück. Ich werde es einmal komplett vorlesen und dann gehen wir es zusammen durch, auch auf Deutsch. Ich folge hier. Dani Golan Mi Angelia. Hu Gar Bachaifa. Hu Lomet Ivrit. Ba Ulpan. Hu Kotev Michtavim Le Horim Ba Angelit. Hu Kore Itonim Ba Angelit Ve Hu Medaber Angelit. Aval Hu Lomet Ivrit. Das war jetzt der ganze Text. Jetzt schauen wir uns jedes Wort einmal einzeln an. Dafür habe ich vorbereitet die deutsche Übersetzung. Auf das Deutsche gehe ich jetzt nicht ein, das ist für euch. Ich befasse mich jetzt ausschließlich mit dem Hebräischen hier oben und ihr könnt es zum Verständnis hier nachlesen. Also, Dani war der Name. Golan ist der Familienname. Dani Golan. Mi Angelia aus England. Das Mem hier vorne bedeutet aus und Angelia aus England. Weiter. Hu Gar Bachaifa. Das Personalpronomen Hu kennen wir, das ist er. Und hier haben wir das Wort in Schreibschrift Gar, wo wir auch oben hatten zu Beginn. Habe ich hier alle Worte, die in Schreibschrift geschrieben wurden, habe ich hier unterstrichen und fett geschrieben.
Hu gar bachaifa. Das Bett hier vorne bedeutet wieder in Haifa, wie ich hier auch geschrieben habe. Bachaifa. Hu lomet Ivrit ba Ulpan. Hu, er, lomet, lernt Ivrit, Hebräisch, ba Ulpan. Das gleiche wieder hier, ba, wie hier auch, ba Chaifa und ba Ulpan. Quasi, er lernt Hebräisch in, im Ulpan der Sprachschule. Hu kotev michtavim le horim ba angelit. Er kotev schreibt, kotev heißt schreibt, michtavim. Wir kennen das Wort michtav aus den vorigen Videos. Jetzt haben wir die Mehrzahl michtavim. Michtav war der Brief und jetzt schreibt er Briefe, die Mehrzahl. Le horim. Horim waren die Eltern und mit dem Lamet davor. Das Lamet bedeutet zu oder beziehungsweise an im Deutschen. Schreibt Briefe le an Horim, an seine Eltern, ba, wieder das gleiche hier, in Angelit, in Englisch. Jetzt seht ihr hier den Unterschied. Hier haben wir das Wort Angelit, so ähnlich wie hier an, nur die Punktierung ist anders, nicht Angelit. Und ohne Taf am Ende. Hier ist das Land gemeint. Und hier ist die Sprache gemeint. Als Beispiel, Deutschland heißt Germania. Germania. Hört ihr auch mit dem Hey am Ende. Germania. Aber Deutsch, die Sprache, heißt Germanit. Auch wieder hier, Jud, Taf. Germanit. Also, er schreibt Briefe an seine Eltern in Englisch. Hu kore itonim ba'angelit. Er liest, haben wir gelernt, kore, er liest itonim. Das Wort Itonym heißt Zeitungen. Iton ist die einzelne Zeitung, aber Itonym sind die Zeitungen. Ba angelit. Wieder in mit dem B. Angelit. Englisch. Ve hu. Hier haben wir das normale Wort hu, was er bedeutet, aber mit dem waf davor hier. Heißt es und. Das Waff ist immer die, ein Verbindungszeichen. We, hu. Und er mit der Bär angelit. Das Wort mit der Bär haben wir auch am Anfang gehabt, was redet bedeutet. We, hu mit der Bär und er redet angelit. Er redet Englisch. Aval hu lomet Ivrit. Aval war aber. Hu, er, lomet, lernt Ivrit Hebräisch. Also heißt der Text, Dani Golan aus England. Er wohnt in Haifa. Er lernt Hebräisch in einer Sprachschule. Er schreibt Briefe an seine Eltern auf Englisch. Er liest Zeitungen auf Englisch und redet Englisch, aber
Er lernt Hebräisch. Dani Golan Mi Angelia Hu Ga Bachaifa Hu Lomet Ivrit Ba Ulpan Hu Kotef Michtabim Le Horim Ba Angelit Hu Kore Itonim Ba Angelit Ve Hu Medaber Angelit Aval Hu Lomet Ivrit. So klingt es an einem Stück zu lesen. Ich gebe euch wirklich den Ratschlag, lies diesen Text so lange, bis ihr ihn flüssig aussprechen könnt. Es ist jetzt erstmal nicht wichtig, alle Worte zu kennen. Ja, gut, natürlich, es ist wichtig, alle Worte zu kennen, aber liest einfach mal mit der Punktierung zusammen, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, die Sprache zu sprechen und zu lesen. Das war die Aufgabe zu lesen an einem Stück. Jetzt machen wir weiter. Hier haben wir Kitvu et ha Keta ba Lashon neke ba. Das bedeutet, wir sollen jetzt den obigen Text in der weiblichen Form schreiben. Und hier seht ihr auch den Namen Michal. Michal. Also genau den gleichen Text, den wir hier hatten. Diesen Text sollen wir jetzt in der weiblichen Form schreiben. Dabei ist ein paar Worte zu beachten, und zwar hauptsächlich die Personalpronomen hu und die Verben gar, lomet, kore, kotebe, medaber und lomet. Alle anderen Worte bleiben gleich. Dass es einfacher wird, habe ich den Text hier mit hineingenommen, dass wir immer wieder sehen können, was genau geschrieben ist, und ihr dürft es euch, wie schon gesagt, gerne abfotografieren, ein Screenshot machen und ausdrucken, dann könnt ihr es auch schreiben lernen. Wir beginnen. Wie gesagt, wir hatten hier den Namen Dani, den männlichen Namen, und hier haben wir Michal. Wir lesen jetzt Stück für Stück und gehen es dann in der weiblichen Form durch. Dani Golan Mi Angelia. Michal Golan Mi Angelia. Ist genau das gleiche, der Nachname bleibt gleich und England bleibt gleich. Jetzt beim nächsten Satz. Hu Ga Bachaifa. Jetzt müssen wir es auf der weiblichen Form schreiben. Also wir benutzen nicht das Personalpronomen hu. Wer erinnert sich? Wir benutzen die Form hi. Hu und hi. Hi, jetzt denken wir zurück an den Anfang. Gar, was war die weibliche Form von sie wohnt mit einem hey am Ende. Hi, gara, bachaifa. Hi, gara, bachaifa. Hier seht ihr es wieder. Gimel, resch. Gimel, resch, hey. Hi, gara, bachaifa. Das Personalpronomen und das Verb haben sich geändert. Hi und gara. Hu, lomet, ivrit, ba, ulpan. Wieder das Personalpronomen und das Verb von hu auf hi und lomet zu lometet. Hi lometet ivrit ba ulpan. Wieder hier hi und lometet mit dem taf am Ende. Hier ist das dalet wie hier. Aber wir haben noch das Taf. Weiter. Hu kotebe
Michtabim le Horim ba Angelit. Statt Hu wieder Hi und statt Kotev Kotevet. Hi Kotevet Michtabim le Horim ba Angelit. Hi Kotevet Michtabim le Horim ba Angelit. Sie schreibt Briefe zu Eltern oder im Deutschen an ihre Eltern in Englisch. Hu kore itonim ba Angelit. Wieder umändern, ihr kennt es. Hi, koret, mit einem Taf noch am Ende. Hi, koret, itonim, ba, angelit. Hi, koret, itonim, ba, angelit. Sie liest Zeitungen in beziehungsweise auf Englisch. Ve hu medaber Angelit. Ve hi medaberet Angelit. Wieder das Personalpronomen und die weibliche Form dafür. Medaberet. Nicht medaber, sondern medaberet. Aval hu lomet Ivrit. Aber er lernt Hebräisch. Jetzt haben wir hier Aval hi lometet Ivrit. Aval hi lometet Ivrit. Das war jetzt genau der gleiche Text in der weiblichen Form. Michal Golan mi Angelia, hi gara bachaifa, hi lometet Ivrit ba Ulpan, hi kotevet, michtavim le horim ba Angelit, hi koret itonim ba Angelit, ve hi medaberet Angelit. Aval hi lometet Ivrit. Jetzt kommen wir zu dem letzten Text. Und hier heißt die Aufgabe Kitvu et ha Keta Bilshon Rabim. Rabim heißt Mehrzahl. Der Satz hier vorne hat sich nicht geändert, aber Rabim ist die Mehrzahl. Schreibt den Text in Mehrzahl. Und jetzt seht ihr hier, jetzt haben wir das Wort Dani. Der Strich hier ist dein Waff. Dani ve Michal. Wieder zur Erinnerung, das Waff, die Verbindung heißt und. Dani ve Michal. Jetzt haben wir also die Mehrzahl Rabim und wir erinnern uns, da wir ja auf die Personalpronomen achten müssen, wenn wir eine männliche Person und eine weibliche Person haben, benutzen wir die männliche Form des Personalpronomen. Hier haben wir wieder den Text in der Einzahl mit nur Dani und jetzt übersetzen wir es in die Mehrzahl, Rabim. Dani Golan mi Angelia. Dani ve Michal Golan mi Angelia. Das bleibt gleich. Jetzt geht's weiter. Hu ga bachaifa. Wie gesagt, wir benutzen jetzt die männliche Form des Personalpronomen für beide.
Und wir haben Hem Garim Bachaifa. Quasi Hem ist die Gruppe, in diesem Fall Dani und Michal, über die wir sprechen. Also benutzen wir Hem. Und hier, wir sehen Gimel, Resch und die männliche Endung in der Gruppe Yud, Mem, Sofit, Garim, Garim, Bachaifa. Hu, Lomet, Ivrit, Ba, Ulpan. Hem, Lomdim, Ivrit, Ba, Ulpan. Statt Lomet, männlich, oder Lomedet, weiblich, benutzen wir die Mehrzahl Lomdim. Ihr seht, wie am Anfang mit der kleinen Tabelle der Worte, die Endung ist immer gleich. Yud, Mem, Sofit, Yud, Mem, Sofit. Hem, Lomdim, Ivrit, Ba, Ulpan. Hu kotev michtavim le horim ve angelit. Hem kotvim michtavim le horim ve angelit. Sie, Dani und Michal, sie schreiben Mehrzahl Yud Mem Sofrit Briefe an die Eltern in Englisch. Hu kore itonim ba angelit. Hem korim itonim ba angelit. Hem, wieder das Personalpronomen, korim itonim ba angelit. Korim, wieder die Mehrzahl. Statt Kore oder Koret, Korim. Itonim ba angelit. Ve hu medaber angelit. Da haben wir jetzt statt ve hu, wer kann das sich denken? Ve hem medabrim angelit. Ve hu mit der Berangelit, ve hem mit der Prim angelit. Und sie reden angelit. Und das letzte, aval hu lomet ivrit. Aval hem lomdim ivrit. Das waren jetzt die Texte, sowohl in der männlichen Form Einzahl, in der weiblichen Form auch Einzahl und jetzt in der männlichen Form Gruppe, Mehrzahl. Wenn wir jetzt diesen Text in der weiblichen Mehrzahl schreiben wollen, dann ändert sich nur wieder das Personalpronomen von hem auf hen und garim zu garot. Aber dann dürfte Dani nicht hier stehen, sondern ein anderer weiblicher Name, zum Beispiel Sarah, Sarah, Sarah ve Michal, hen, jetzt zwei Frauen. Hen, nicht Garim, sondern, wer kennt das? Garot. Das Waff und das Taff, wie zu Beginn, mit der O-Punktierung. Hen, Garot. Und hier, Hen, Lom, Dot. Hem, Kotwot. Hem, Korot. Ve, Hem, Meta. Rot, hem, lom, dot. Die Verben ändern sich immer in diesen Formen. Die männliche, die weibliche,
und sowohl die Gruppen. Die Gruppen sind einfach zu erkennen mit dem Jud und dem Mem-Sophit und dem Waf und dem Taf. Wir gehen noch einmal zurück. Wie gesagt, Waf, Taf, Ot, die weibliche Vormehrzahl, Jud, Mem-Sophit, die männliche Vormehrzahl, Gara mit dem Hey bzw. dem Taf am Ende, die weibliche Form. Das war es jetzt mit dem Video Sätze schreiben Level 2. Ich danke euch fürs Zusehen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dahin, Shalom und alles Gute.